Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Heute wollen wir gemeinsam ein paar Movie Doodles malen. Stell dir vor, du möchtest heute Abend einen schönen Filmabend machen und da kann man auch eine schöne Einladungskarte für machen zum Beispiel oder man kann das Ganze in seinen Bullet Journal reinmachen und dafür malen wir jetzt ein paar Doodles. Und ich beginne hier jetzt mal mit einem Popcornbecher. Dazu habe ich wieder mit einem Rechteck angefangen und dieses Rechteck habe ich so nach oben hin etwas weiter auseinander gehen lassen, damit das Ganze wie ein Becher aussieht. Und dann mache ich oben so locker, fluffig, so kleine Kreise, gezackte Kreise drauf sozusagen, um das Popcorn zu zeigen. Und dann mache ich quer durch den Becher zwei Striche, weil ich da gerne als Wandel Popcorn reinschreiben möchte. Ja, und dann ist mein Popcornbecher auch eigentlich schon fertig. So fürchterlich viel kann man damit dann nicht mehr machen. Und ich mache das jetzt hier noch ein bisschen dicker, weil vielleicht ja, will ich das gleich noch ein bisschen ändern, wenn ich mit dem Fineliner darüber gehe. Ja, aber bis dahin mache ich erstmal weiter. Ne? Was kann man noch brauchen? Was braucht man noch für einen Fernsehabend? Natürlich einen Fernseher. Und der besteht aus zwei Rechtecken, einem etwas kleineren, einem etwas größeren. Du siehst schon, ich mache das gar nicht so fürchterlich ordentlich und ich lasse unten und an der rechten Seite etwas mehr Platz. Das liegt ganz einfach daran, dass da noch ein paar Knöpfe hin sollen. Ja, und natürlich eine Antenne kommt oben drauf. Ich weiß, das ist jetzt kein Flatscreen, aber es erfüllt seinen Zweck, man erkennt es als Fernseher. Ja, und dann kommen ganz altertümlich unten ein paar Knöpfe dran. Da kannst du natürlich ein paar mehr oder weniger dran machen, je nachdem, wie du haben möchtest. Und an den Seiten, ja, wie so ein paar Lautsprecher, ne, können da auch noch dran. Und die schwarze Mattscheibe, die versuche ich hier auch noch so ein bisschen darzustellen, aber ist für Doodles gar nicht unbedingt nötig. Natürlich brauchst du nicht unbedingt irgendeine Schraffur machen. Ja, weiter geht es. Jetzt gibt es einen Cola-Becher. Natürlich, der darf auch nicht fehlen. Und dafür mache ich erstmal einen Becher. Das heißt, ich habe ein Rechteck gemalt und oben im Prinzip einen ovalen Kreis drauf gemacht, so eine Ellipse. Und dann zeichne ich das noch ein bisschen nach, damit das unten etwas abgerundet ist und oben auch. Die Rundung oben und unten soll natürlich einigermaßen gleich sein. Jetzt kommt da noch ein Strohhalm rein. Der ist auch ganz einfach. Der besteht im Prinzip aus zwei Rechtecken. Einmal so ein schräges von oben nach unten und einmal von links nach rechts. Und schon habe ich einen Strohhalm. Ja, zum Kino gehören natürlich auch immer Nachos. Dafür mache ich jetzt eine Box, die stelle ich ein bisschen schräg. Also ein schräges Rechteck im Prinzip, um das Ganze ja so ein bisschen in dreidimensional anzudeuten und mache dann wirklich eine Box daraus. Du siehst schon, ich mache das ein bisschen schräg und dann mache ich so kleine Striche nach unten und ziehe die dann wieder unten zusammen. Die anderen Striche, die müssen natürlich gerade sein. Und dann habe ich auch schon meine Nachos-Box. Und Nachos sind eigentlich ja, so Dreiecke, ne? Deswegen lege ich da jetzt ganz, ganz viele Dreiecke rein, übereinander, untereinander. Lass die ein bisschen rausstehen und ja, habe einfach gar keine Angst davor, wo die landen. Einfach überall ein paar Nachos malen. Und wenn so viel rausguckt, dann mache ich noch einen rein, so dass sich das alles schön überlagert und die Box mit den Nachos möglichst voll aussieht. Zu den Nachos gehört für mich auch eigentlich immer Ketchup oder besser noch Salsa. Und deswegen kommt jetzt hier noch eine Ketchupflasche hin. Du kannst natürlich auch alles andere draufschreiben. Ne? Also vielleicht gefällt dir ja Senf besser oder irgendetwas anderes, dann kannst du es natürlich abändern. Aber das Prinzip ist das gleiche. Wir machen es ungefähr wieder wie beim Becher. Einfach ein Rechteck und jetzt stelle ich das nach unten ein bisschen weiter aus und zeichne das nochmal nach. Das Gute ist, ich male das ja gleich mit dem Fineliner nach und dann kann ich den Rest wegradieren. Und dasselbe mache ich oben und setze dann noch ein Viereck oben drauf als
Tube, also als, ja, als Stöpsel sozusagen, wo das ausgedrückt wird. Und dann kann ich wieder so ein Banderole drüber machen und Ketchup dran schreiben. Du kannst natürlich aber auch alles andere machen. Ne? Also es muss nicht unbedingt Ketchup sein, es kann Salsa sein, es kann Mayonnaise sein, was immer dir gefällt, kannst du natürlich hier reinschreiben. Ja, gerade fürs Kino zu Hause oder auch, ja, eigentlich auch fürs richtige Kino fand ich es ganz gut, eine Filmklappe noch mit hier rein zu packen. Damit kann man schön, wenn du das Ganze für dein Bullet Journal nimmst, kannst du das immer prima dran schreiben, welchen Film du dir gerade anschaust. Deswegen ist es auch ganz einfach gemalt. Schlicht und einfach ein Rechteck. Du siehst, es besteht hier ganz viel aus Rechtecken. Dann noch ein schmaleres Rechteck oben als Klappe sozusagen. Und dann mache ich das Ganze, schraffiere das noch ein bisschen und schreibe was drauf. Ja, und da kann natürlich bei dir der Filmtitel drauf. Dann sieht das richtig schick aus. Ja, jetzt zeichne ich alles nochmal nach. Warum, hatte ich schon gerade kurz erwähnt. Und zwar, ich kann zum einen natürlich entweder genau nachgehen, was ich gezeichnet habe und eventuell übrig gebliebene Linien wegradieren. Oder aber ich kann meine Linien nochmal ein bisschen nachmalen. Das heißt, wenn ich die noch ein bisschen anders haben will, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich das noch ein bisschen verändern kann, ohne dass das gleich auffällt. Ne? Weil wenn ich jetzt so male, wenn ich jetzt einfach, ja, ungefähr das Nachmal. Und dann kann ich gleich den Bleistift natürlich noch wegradieren. Und dementsprechend sieht das dann gleich ganz ordentlich aus. Und jeder denkt, ich hätte das sofort so gemalt, ohne dass ich hier groß radieren musste. Ja, jetzt sind unsere Movie-Duels schon fast fertig. Ich gehe jetzt einmal mit dem Radiergummi hier drüber und radiere alle Bleistiftstellen weg. Zugegeben, das ist jetzt natürlich ein sehr dickes Papier. Da muss man nochmal vielleicht einmal mehr drüber gehen. Du kannst auch ganz einfaches Papier dafür nehmen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Weil dies kann man natürlich das ganz prima auch fürs Bullet Journal nehmen oder einfach so zum Zeichnen. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal wieder.